Oh, moin moin und hallo. Ja, es ist Vlog-Zeit. Ich habe da ganz schön was zum Nachholen, ne? Was soll ich noch sagen? Wir wollten ja eigentlich das Wochenende viel mehr GTA zocken. Nur leider gab es da echt technische Probleme. Ach, hier Haare und Bart zu wild. Ja, aber. Ja, Freitag habe ich mir frei gemacht. Samstag war dann technische Probleme. Sonntag auch. Gestern ging es dann. Haben wir auch gespielt. Nur da war so viel los, war da jetzt nicht. Und ich hatte auch noch nicht vollen Zugriff, leider. Ärgerlicherweise. Jo. Und heute Abend ist ja Destiny 2 angefragt, ne? Also jeden Dienstag, also für Leute, die das nicht heute gucken. Dienstag ist Destiny 2. So. Jo. Könnte ich noch? Was können wir noch erzählen? Ja, ob es jetzt welcher GTA-Server es jetzt wird, weiß ich nicht. Es sind ja mittlerweile auch nunmehr 3 weitere Server, die noch im Entstehen sind. Muss ich mal gucken. Also noch ist nicht aller Tage Abend. Dann haben wir uns gestern was angeguckt zu Red Dead Redemption. Da gibt's ja, wir hatten ja vermutet, dass es dazu auch RP-Gemeinschaften gibt. Und tatsächlich gibt Red Dead Redemption RP. Darauf hätte ich ja theoretisch auch voll Bock, gell? So Western-Leben. Aber ich weiß nicht, ob ich dort ins Roleplay reinkomme. Also das mit den Pferden und mit den Cowboys und so und so, und mit den Indianern. Finde ich schon cool, aber ich weiß nicht, ob ich es cool finde, das anzugucken. Oder ob ich es cool finde, da mitzumachen. Also ich weiß nicht, ob ich das Roleplay fühlen würde. Müssen wir mal sehen. Ja, und dann war halt der Chat auch sehr abartig, also der eine. Ich frage, wie viele Leute sind denn auf dem Server? Ja, ich muss die schon Idee raus. Ja, nee. Ist klar. Ich kaufe mir ein Spiel für Best Case 20 Euro. Pack das auf meinen Rechner. Hol mir die ganze Zusatzsoftware, die man braucht, um in den RP-Server zu kommen. Büffel die Serverregeln. Bereite mich fürs Whitelisting vor. Geh durchs Whitelisting. Join auf den Server, spiel 5 Stunden. Um mitzubekommen, dass es einfach nur absolute Scheiße ist. Und dass keine Sau da ist. Also, nee. Also es ist klar. Es gibt für die Streamer IC und OOC. Aber wenn so eine Frage kommt, die quasi danach schreit, hier könnt ihr Werbung für euren Server machen. Es sind gerade 100 so und so viele Leute da. Dann antwortet man gefälligst in Zahlen. Und nicht mit einer dummen IC-OOC-Antwort. Weil potenziell muss ich sagen, dass mich die Antwort so richtig abgefuckt hat. Aber so richtig. Ansonsten ist Big Limbo wahrscheinlich gestern bei meinem Stream eingeschlafen. Und mein Alert-System hat gestern Abend versagt. Naja, ich mach gleich nochmal weiter. Vielleicht fällt mir ja noch was ein. So, Haare immer noch viel zu wild. Ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auf eine Idee gekommen. Also, ich habe keine Ahnung, worum es gehen soll, aber ich weiß, man soll. Aber ich bin auf so eine Idee gekommen. Ich gebe das Mikrofon einfach mal weiter an Little Lim. Hey, Big Limbo. Über was könnte ich denn noch so quatschen? Hau mal raus. Also,
Was jetzt an sich so ist, keine Ahnung, kann ich dir echt nicht sagen. Ich würde dir gerne helfen, aber ich weiß es echt nicht. Vielleicht über so Circle noch irgendwas erzählen oder über, ja, keine Ahnung. Also, spontan fällt mir jetzt das Circle ein. Ah, recht hast du. Stimmt, da war ja was. Da war ja dieses, komm, gerade hast du gesagt, das Circle, ne? Dieser Battle Royale Shooter mit ganz, 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 ganz viel PvE im Battle Royale. Der anfangs total scheiße war. Und der mich jetzt beim zweiten Testen ein bisschen überrascht hat. Weil er sich so gar nicht mehr so angefühlt hat wie beim ersten Testen. Ja, stimmt, habe ich Bock drauf. Können wir mal mehr machen auf dem Kanal. Ich blende mal ein bisschen Gameplay ein, wenn ich was finde. Ich hoffe, ich habe Gameplay gefunden, was ich einblenden konnte. Und ja, Big Limbo, dann lade das Spiel mal runter. Also ich habe es vom Epic Store geladen. Ich weiß nicht, ob es das auf Steam gibt. Aber lad's dir mal, guck mal, ob das auf deinem Computer läuft. Weil das ist ja mit Teammechanik, ne? Vielleicht macht's jetzt zusammen Bock. Wer weiß. Also wenn ihr Bock habt auf das Circle, ihr habt ja Gameplay gesehen und so, dann schreibst du mir in die Kommentare. Oder habt ihr vielleicht ganz andere Spiele auf dem Server als ich? Irgendwas, was komplett an mir vorbeigegangen ist? Schreibt's auch in die Kommentare. Mir ist noch was eingefallen. Am Freitag startet ein Partnerprojekt von creevergames.net. So ein Minecraft-Server, man kennt ihn. Also wenn man in Minecraft Deutschland unterwegs ist, ist einem, das hat man es auf jeden Fall schon mal gehört. Ob das feierbar ist oder nicht, das sei mal dahingestellt. Auf jeden Fall haben die ein Partnerprojekt, was ein Spiel in Minecraft ist. Also sowas wie Minecraft Dungeons, nur halt nicht Dungeons. Das heißt, Maintainia, ich blende es ein, das Logo auch. Ich verlinke es auch in der Videobeschreibung. Das ist wohl ein mit Gildensystem und Dungeon und allem drum und dran. Das werde ich mir am Samstag oder Sonntag, je nachdem wie ich Zeit habe, also ich denke mal eher Sonntag, ne? Die Fans wissen es, am Freitag hat mein Kind Geburtstag. Also, da bin ich schon mal nicht da. Ich bin Freitag und Samstag nicht da. Samstag, wenn dann spät abends. Ja, also ich werde mir auf jeden Fall mein Tanja mal angucken. Ich hoffe, ich habe es die ganze Zeit richtig ausgesprochen. Wenn nicht, mehr Kulpa. Drauf geschissen, ihr könnt ja lesen. Ich habe es ja eingeblendet. Ja, ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, der Video hat euch gefallen. Wenn das so war, und auch wenn es nicht so war, ist mir eigentlich Bungswurst. Hashtag Bungs. Ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ja. Und ganz wichtig, nicht vergessen, wenn ihr nur über YouTube auf mich gestoßen seid, dann geht auf www.twitch.tv/138er und folgt mir dort. Ist quasi Daily Livestreams, außer mir kommt das Real Life dazwischen. Ja. Ich freue mich auf euch. Und an die, die schon lange dabei sind, küsse euch eure Eiche. Aber nur, wenn sie gewaschen ist. Also stinken darfst du nicht. Da bin ich empfindlich. Tschüss.